Grüße euch. Heute ist mal wieder ein China-Päckchen eingetroffen. Das muss ich natürlich gleich auspacken. Habe ich total aufgeregt drauf gewartet. Oh Gott, ich liebe diese China-Päckchen. Man kriegt sie einfach mal nicht auf. Oh Gott. Man kriegt sie nicht aufgeschnitten. Warum? So. So, Freunde. Jetzt wird's interessant. Ich habe mir mal wieder gedacht, ich müsste mal wieder einen Lautsprecher organisieren, einen Bluetooth-Lautsprecher. Okay. Fuck, ist der eingepackt. So, hier hätten wir ein Modell. Wireless Speaker Modell H988 Big Sound. Es steht in Französisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch drauf. Was haben wir denn hier noch Feines? Wireless FM Radio Stereo U-Disc SD Card Headset und Battery. Okay, dann gucken wir da mal rein. Das Ding aussieht. Micro USB, USB zum Laden. Der ist aber wirklich klein. Ich habe mir zwei verschiedene Modelle bestellt, beziehungsweise, wenn ich mich nicht irre, zwei verschiedene Modelle vom selben Hersteller. So sieht das gute Stück aus. Einen Soundcheck werde ich gleich mal machen. Bluetooth device is ready to pair. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ich brauche mein anderes Handy. Verdammt, ich hab's vergessen. So, dann wollen wir doch gleich mal gucken, ob wir das verbinden können mit dem Ding. Jetzt haben wir hier das andere Handy. Jetzt sind wir hier Bluetooth. Nein, ich will nicht auf WLAN. Ich will auf Bluetooth. So, dann gucken wir mal. BT-Speaker heißt das scheinbar. Den jetzt mal auf die Schnelle. Das war jetzt eigentlich nicht der Masterplan. Bluetooth device is connected successfully. So. Guti. Dann haben wir den gepairt. Dann müssen wir uns jetzt nur ein bisschen. Ich nehme freie Mucke, die ich immer nehme. Bam, Junge. Bam, Junge. Da haben wir doch. Ich nehme die Standardmucke, die ich immer am Start habe. So, zurück. Und los geht's. Okay, damit habe ich jetzt die Musik zurückgespielt. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich nur lauter und leiser machen. Yeah.
Bluetooth device is ready to. Oh, schön. Haben wir jetzt gerade. Nö, er ist leer. Er ist nicht leer. Er hat einfach mal den Empfang verloren. Warum auch immer. Verbinde dich mit dem guten Speaker, du Hund. Ist er noch an? Er ist noch an. Na komm. Ja, das ist jetzt auch mal wirklich interessant. Also er ist eigentlich noch an. Nur verbinden tut er sich gerade nicht. Naja, spitzenmäßig. Na gut, aber ihr habt ja den Sound gehört, ist okay, für ein paar Euro, hat wirklich nicht viel gekostet. Von der Verarbeitung ist er, ja, ist ganz okay. Er sieht hier ein bisschen eigenartig aus, so als wenn das Kunststoff schon irgendwie, sieht aus wie uraltes, wenn chinesischer oder überhaupt Kunststoff sehr alt wird. Aber, wie gesagt, der hat ein paar Euro gekostet, ich glaube, grandiose, 4 mit Versand. Dafür kann man nicht sagen. Für 4 Euro kann man auch nicht wirklich viel erwarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr ja gerne einen Kommentar da lassen oder meinen Kanal abonnieren oder einen Daumen da lassen oder ähnliches. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.